Zwischen Salzach, Inn und Donau erstreckt sich das oberösterreichische Innviertel. Viele unberührte Landschaften im sanften Alpenvorland laden hier zum Wandern, Walken und Radfahren ein. So ist beispielsweise das Europareservat Unterer Inn ein unter Kennern beliebtes Ausflugsziel, wo aktive Urlauber abseits von Trubel und Hektik die Landschaft genießen können. Am besten lässt sich das Europareservat mit einer ausgedehnten Radtour am Innradweg erkunden. Immer wieder eröffnen sich hier freie Blicke auf den Inn, den namensgebenden Patron des Innviertels. So ist ein ungestörtes Plätzchen für eine kurze Pause leicht gefunden. Und auch die vielen hervorragenden Gasthäuser entlang des Radweges laden dazu ein, die kulinarischen Spezialitäten wie den Surspeck und das Bier des Innviertels zu verkosten. Für abenteuerlustige Besucher gibt es im Innviertel auch die Möglichkeit, sich im Skifliegen auszuprobieren. Unter professioneller Anleitung und mit einem Seil gesichert, kann man hier am eigenen Körper erfahren, wie sich die Freiheit eines Skispringers anfühlt. Auch in den Bereichen Gesundheit, Erholung und Wellness findet man im Innviertel ein vielfältiges Angebot. So liegt inmitten der reichhaltigen Naturlandschaft auch die Villa Vitalis, das Medical Wellness Hotel des Revital Asbach. Hier bieten sich optimale Möglichkeiten, einen entspannenden Wellnessurlaub mit einer aktiven Freizeitgestaltung zu verbinden. Ein exklusiver Wellnessbereich mit Saunen, Relaxzonen und geheiztem Außenpool sorgt für Wohlgenuss. So können die Gäste abseits vom Stress des Alltags entspannen und nach Lust und Laune auch die umliegenden Naturlandschaften genießen. Neben speziellen Serviceangeboten im Bereich des Gesundheitsmanagements zur Behandlung von Stress- und Burnout-Syndromen liegt ein Schwerpunkt der Villa Vitalis im Bereich der Rehabilitation und Sportmedizin. So stehen Ärzte, Physiotherapeuten und andere Spezialisten den Gästen mit Rat und Tat zur Seite. Gesundheit und Wohlbefinden sind ebenfalls die beiden Zielsetzungen des Kneipp-Traditionshauses Asbach. Gegründet wurde das Kneipp-Kurhaus von der Klosterschwester Raffaela Freund. Diese war als junges Mädchen zweimal lebensgefährlich erkrankt und vom Pfarrer Kneipp persönlich geheilt worden. Aus Dankbarkeit machte sie es sich zur Lebensaufgabe, die Kenntnisse der Kneipp-Kur weiterzugeben. Erst kürzlich wurde das Kurhaus gänzlich modernisiert und präsentiert sich seinen Gästen von seiner schönsten Seite. So gibt es neben der traditionellen Kneipptherapie noch eine Vielzahl von weiteren Angeboten zur Steigerung des seelischen und körperlichen Wohlbefindens. Begleitet werden die Therapien von Gesprächen und Hinweisen der hier ansässigen Experten und Schwestern. Auch die saisonal und regional orientierte Küche unterstützt die körperliche Ausgewogenheit und das Wohlbefinden. Der Aufenthalt im Kneipp-Traditionshaus ist somit ein optimaler Ausgleich zu den Herausforderungen des Alltags. Eine ausgezeichnete Möglichkeit, dem alltäglichen Stress zu entkommen, bietet auch die Karibiklagune der Therme Geinberg. Hier eröffnet sich den Gästen ein abwechslungsreiches Angebot aus Süß- und Salzwasserbecken, welche jeden Geschmack zufriedenstellen. Das hiesige Thermalwasser speist sich aus einer der heißesten und ergiebigsten Thermalquellen Europas und gilt außerdem als anerkanntes Heilwasser. So wirken sich Schwimmgänge positiv auf Haut und Durchblutung aus. Und auch außerhalb des Wassers ist für das Wohlbefinden der Gäste vorgesorgt. So beispielsweise bei einer entspannenden Massage im exotischen Ambiente der weißen Sandstrände. Die Kombination aus wunderschöner Natur und Wellness machen einen Urlaub im Innviertel unvergesslich. Die Erholung ist dem Gast dieser abwechslungsreichen Region sicher, egal ob man ein Innviertler Bier oder einen exotischen Cocktail genießen möchte.